Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ich wollte mich vorab einfach mal für Kommentare von euch bedanken, denn ich lese sie, das merkt ihr auch, ich beantworte auch viele Kommentare, auch wenn es manchmal nur ein Daumen nach oben da ist, ein Smiley oder ein XD oder was auch immer. Aber kurze Kommentare kriegen auch eine kurze Antwort, und wenn es dann mal ein längerer ist, wo ich auch was Längeres zu schreiben kann, dann mache ich das natürlich auch. Aber mir hat jemand ein Foto geschickt von einem Clankrieg, ihr habt ja meine Folge sicherlich gestern gesehen, das Unentschieden, was wir hatten, was ja kein Unentschieden war, sondern wir haben ja gewonnen, aber letztendlich mit einem Unentschieden. Aber der Kieler Zug ist einer aus meiner Community und ich bin einer aus seiner Community, denn ihr könnt euch erinnern, das ist der, der sich auf die Schienen legt und die Züge von unten fotografiert. Nein, nicht ganz so, sondern nur von der Seite. Aber der hat mir mal dieses Bild hier geschickt und das ist auch mein Unentschieden, Leute. 97%, also ultra knapp und ultra gerade, da passte alles. Also wirklich krass, 44 Sterne auf beiden Seiten und keiner hat mir einen Prozentpunkt oder 0, Prozentpunkt geholt. Also auch schönes Unentschieden hier. Vielen Dank dem Kieler Zug. Wenn ihr also auch sowas habt, ihr könnt mir das in mein Google Drive reinschreiben oder an, ich glaube, es ist toto1clashed@gmail.com und dann kann ich sowas gerne mal mit reinbringen, aber wir wollen natürlich hier auch ein bisschen von unserem CK sehen. Ja, vom letzten CK haben wir verloren, muss man mal so sagen, haben wir taktisch verloren, aber unten war so ein kleines bisschen im Nachteil, also Matchmaking, ich weiß nicht, ob das Update schon da war, aber ich glaube nicht, denn wir haben hier unten auf unserer Seite mit dem Alex angefangen, 5 RH9er und der Gegner hatte nur 3 und die waren noch bockschwer, das kam noch dazu. Und also diese 3 hier waren die RH9er, dann ging es hier schon mit RH10ern los und da holen natürlich unsere 9er, auch wenn man so einen dabei hat, nicht gerade viel. Und wir starten hier unten einfach mal mit einem, ja, mit einem Itz-Ego-Angriff auf die Nummer 14. Das war mein zweiter Angriff hier mit dem Alex, mit einem, ja, Go-Hock hätte ich fast gesagt. Ich habe mir das woanders mal abgestaubt, mal irgendeine andere Truppe mit reinzunehmen. Das bot sich gerade so hier so am Rand an. Denn die Helden waren ja sehr, sehr dicht hier am Rand und ich habe einfach tatsächlich alle meine Truppen da gesetzt, damit ich gleich viel Feuer hatte und auch den Packer mit im Boot hatte, denn der latscht jetzt zwar rum, aber letztendlich machen natürlich King und Queen dort beide Helden. Das war schon mal nicht schlecht an der Stelle. Clanburg durchgegiftet hier mit Doppelgift und ich habe diesmal keinen Sprungzauber dabei, sondern ich habe einfach nur einen Wut mitgenommen, weil viel weiter wollte ich jetzt auch nicht kommen. Der Packer tankt an der Seite und ich komme von links jetzt schon mit einer ganzen Masse Hocks. Ich wusste also so in etwa, wo die Riesenbomben auch sind, da hier schon Angriffe auf diese Base drauf waren. Und habe hier einfach, ja, manchmal muss man alles in eine Waagschale werfen. King habe ich schon verloren, aber noch reichlich Hocks über, noch ein paar Mini-Golems, am Rand schon mal ein paar Cleanup-Truppen gesetzt und hier in der Mitte verliere ich jetzt zwar, glaube ich, noch ein paar Hocks, aber das ist für den Rest der Defense hier nicht mehr so schlimm, denn die war natürlich schön abgelenkt auf dem Packer und auch die Doppelbombe macht den Hocks. Ja, sie hat die zwar umgebracht, aber der Fokus war noch auf die Hockrider drauf von dem Bogenschützenturm und so waren das hier am Ende gute 3 Sterne. Wir RH9er haben uns hier unten wirklich, wirklich schwer getan, muss man mal so sagen. Also gut, ich habe im ersten Angriff 93% geholt, das war knapp. Da war es A, die Zeit und B, hätte ich den letzten Bogenschützenturm nicht mehr geschafft. Ich glaube, ich hatte noch einen Magier und ein paar Lakaien-Welpen. Und aber dennoch haben wir das irgendwo natürlich dann mit unseren Zehnern kompensieren müssen. Das ging dann an der Stelle nicht anders. Und ihr habt das aber im Thumbnail gesehen, Riesenbombenfehl, ja, den will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, aber hier haben wir letztendlich schon 10 auf 10, aber ihr seht das hier, das sind 9 halber, also er hat 2 X-Bogen auf Status 3, also auch nicht voll ausgebaut und der Dulli hier ist ein neuerer Kollege bei uns, der hat das aber eigentlich ganz gut gemacht.
denke mal mit Hexenbowler. Ich habe den Angriff. Ah doch, ich habe den Angriff schon einmal gesehen. Also wirklich schöne Kombi hier. Nach wie vor habe ich ja mit meinem 9er erst ein 3er überhaupt mit dieser Kombo geholt. Und mit dem 10er habe ich hier noch auf den 9er noch gar nicht angegriffen. Kann man mal machen. Aber da habe ich dann doch eher andere Truppen, die ich dort nehme, auf so einen 9,5er. Gerade so einen Golalun oder so, der hatte die Luftabwehren hier ja noch nicht so hoch. Ist mir dann manchmal an der Stelle einfach etwas sicherer. Ich denke mal, wenn man 9 auf 10 hat, gerade so ein Golalun, ist dann schon, ja, ist schon sehr, sehr mächtig, kann man nicht anders sagen. Und die Bases hier waren aber trotzdem gar nicht mal so einfach, denn ihr seht das selber, die sind sehr groß und sehr weiträumig. Da brauchst du auch Zeit und da musst du auch die Masse an Truppen dann haben, die das hier machen. Aber der Dulli hat das hier ganz gut gemacht, denke ich mal, und hat hier von dem 9,5er hier, so ist es 9,5er, nicht 10,5er, die Sterne eingefahren. So, die Hexen kümmern sich hier unten jetzt tatsächlich noch um die Welpen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, die Hexen gehen da alle bald drauf. Aber die machen das sehr gut mit dem Magier da noch dazwischen bei den Welpen hier. Und letztendlich sind die es ja. Die Queen ist natürlich auch noch da. Und der King ist da hinten auch noch mit der Mauer beschäftigt. War aber nicht so schlimm, denn der war noch zimper. Das heißt also, er heilt sich dann ja auch nochmal richtig schön hoch. Und ich meine, so ein 40er King, der ist auch nicht vom Pappe, der hält da schon ganz gut was aus und kann natürlich mit seinen Barbaren, die er dann herbeigerufen hat, so eine Mauer hier auch relativ schnell brechen. So, die letzte Hexe ist jetzt auch Geschichte vom Flächenschaden des Magiers oder des Magierturms, aber das war nicht so schlimm und die Queen muss sich hier nochmal durch eine Mauer quälen. Aber auch eine 40er Queen muss da nicht unendlich oft drauf schießen, aber dauert ja doch ganz schön lange. Der King ist ein bisschen schneller mit seiner Meute und macht hier den letzten Stern. So, ja, jetzt sind wir eigentlich schon bei der 11. Da sind wir jetzt eigentlich bei dem Riesenbomben-Fail, der mir da passiert ist. Ich meine, wenn man sich die Base anschaut, ja, dann fällt euch sicherlich Folgendes auf. Keine X-Bogen, keine Inferno-Türme. Also das ist eigentlich schon krass und letztendlich habe ich gedacht, ah, Golalun kannst oder Lalun kannst du hier nicht bringen, dafür stehen die Helden hier viel zu tief in der Base drin. Und ich wusste eigentlich, dass hier noch Riesenbomben sind und habe dann anstelle eines Fries, habe ich gedacht, nimmst du einfach mal einen Heilzauber mit. Aber das hat mir nicht wirklich viel genutzt, denn hier in der Mitte, gerade mit den Helden, mit der CB, sind mir fast alle Truppen gestorben. Also ist dann natürlich ein Einsterner geblieben und ich habe am Ende das Rathaus nämlich nicht mehr bekommen hier, weil dann natürlich die Truppen durch die Felder hier hüppeln. Und habe jetzt erstmal ganz piano angefangen mit ein, zwei Bowlern, die hier schon mal so ein bisschen den Funnel vorbereiten. Und habe völlig auf Mauerbrecher verzichtet, denn die brauchte ich hier nicht. Ich habe direkt auf dem Elex-Lager, glaube ich, mein Sprung gesetzt. Jetzt die Masse an Bowler und Heiler hinterhergeschickt, denn die Luftabwehren stehen ja ziemlich tief. Und da ist es mir, ich hätte fast gesagt, da ist mir egal, was da geheilt wird, aber da sind schon mal die ersten Bomben. Und direkt hier hinter jetzt giftig hier die Clanburg und die ganzen Skellies, aber da sind jetzt zwei Bombentürme und auch nochmal die Bomben in den Ecken. Und ja, die Skellies, ich schaffe sie nicht ganz, glaube ich. Da halten sich die Buller da ein bisschen lange dran auf, inklusive der Bomben und die Heiler ganz woanders drauf. Also ihr seht das hier in der Mitte, schmeiße ich zwar jetzt da hinten meinen Sprung, weil ich nicht mehr genau gesehen habe, was lebt denn da noch alles, aber hat echt nichts mehr gelebt. Hier, ihr seht die Einschläge hier unten, gerade bei dem Heiler, der noch die Queen jetzt heilt. Und da waren also auch nochmal zwei Riesenbomben, also quasi vier Riesenbomben plus die beiden Bombtower, haben hier ihren Zweck erfüllt. Ich denke mal, dass will der Verteidiger so. So hatte ich so ein bisschen das Gefühl, als ich mir den Angriff nochmal angeschaut habe. Denn wenn du hier drei Sterne machen willst, dann ja, fast immer geht man entgegengesetztes Rathaus vor. Aber hier war es dann letztendlich, ja, ich hätte nicht gesagt die Zeit. Ich denke, die Base hätte ich eh nicht mehr gepackt, hier hinten in dem Drittel noch um die beiden Luftabwehren. Und so war das hier leider nur ein Stern und ein ganz dicker Mauerbrecher-Fail hier. Die Base wurde später zwar noch zwei Sterne von Hankman, aber es hat nichts mehr genutzt mit dem Ende des Ausgangs. Und hier oben haben wir uns so ein bisschen gequält. Hier oben haben wir so ein bisschen so hier und da immer was gelassen. Nehmen wir erstmal den vom Sir Amalot hier. Ja, das ist auch eine weit offene Base hier, die
hatte ich mir in Fokus genommen mit meinem ersten Angriff, aber da kam mir der Sir Amelot dann ein bisschen zuvor. Also die Absprachen hier, das hat er mal ganz stark bemängelt. Also im oberen Bereich passen die manchmal noch nicht. Liegt dann aber auch mal immer daran, wenn da mal einer angreifen will und fragt, kann ich machen, soll ich machen, ist vielleicht gerade nicht jemand in den nächsten Sekunden da und dann entscheidest du dich, na, dann greife ich mal an. Kann man machen, ist aber hier nicht der Regelfall, aber er braucht hier jetzt eigentlich überhaupt keine Mauerbrecher, denn die Base ist in der Mitte offen, schön mit dem Sprung hier rein und dann können die Truppen hier rum und gerade die Bowler oder auch Lufttruppen, da kannst du natürlich alles einzäunen hier, das macht überhaupt nichts. Also da marschiert der Sir Amelot hier schön stark durch die Base durch und außen mit den Hexen, die Skelette tanken hier jegliches Gebäude und schön die Bowler da mittendrin machen dann den Schaden von hinten. Das ist eigentlich so, so läuft das optimal. Und jetzt hat er oben nur noch so ein paar Sachen offen, aber die Masse jetzt an den Skeletten, boah, waren das viele Skelette noch, haben der Base den Rest gegeben. Und dann sind wir auch schon im oberen Drittel, war ein 15er CK hier. Jetzt muss ich mal schauen, ich hatte hier vorher geguckt, ja, das ist der Hocke. 2 auf 4, also auch, hier kommen wir schon so, ich nenne es immer so in die boxschweren Bases, wo ich immer mit meinem Latein so ein bisschen am Ende bin. Und Hocke hier mit einer neu, nach wie vor mit seiner, oder ich hätte fast gesagt, neu getesteten Armee, aber mit der hat er im letzten Clankrieg hier ganz, ganz super hier ganz oben gedreiert und ist wirklich eine starke Truppe hier. Heiler einfach mal mitgenommen anstelle, ich weiß gar nicht, was er dafür weggelassen hat, ein paar Bowler weniger oder so. Und denn wenn die Luftabwehren so wie hier so tief stehen, dann müssten die Heiler eigentlich immer ganz gut mit durchgehen und die Truppen so relativ gut bis zur Hälfte, drei Viertel der Base ganz gut mitheilen. Ich meine, hier in der Mitte macht es eh keinen Sinn, wegen den Inferno-Türmen. Aber die kriegt er auch noch down und schafft hier eigentlich auch noch relativ viel in der Base. Jetzt außen sehen wir, wie die Hexen unterstützt von den Bowlern. In der Mitte regelt die Queen und der King noch. Den Warden hat der Hocke auch bald auf Level 20, also Max-Level. Dann den ersten Helden von seinen drei Heldenpärchen. Und dann hat er noch 8 oder 9 dunkle Level vor sich. Sind also noch ein paar Wochen. Und ich kenne aber im Moment den Status der Bases hier gar nicht, wie weit hier unsere Leute hier oben überhaupt ausgebaut sind. Die eh schon ganz lange maxed sind, sind halt maxed. Aber ich denke mal, da ist der Hocke noch von entfernt. Aber genau, weiß ich nicht genau. Aber er holte noch richtig die Prozente raus am Ende. Und der Krieg war auch eine lange Zeit lang sehr, sehr ausgeglichen. Aber die Gegner haben oben sehr viele Elfer-Angriffe am Ende noch gehabt, nämlich 6 Stück. Und dem konnten wir überhaupt nichts entgegenstinken. Und letztendlich musste ich nochmal die 1 hier machen. Und ihr seht das mit 48% gar nicht mal so schlecht gemacht. Also ich hatte schon schlechtere Angriffe. Ja, das wisst ihr. Und vorher war hier der Hocke drauf, nackt auf dieser Base. Also hier war noch kein Stern drauf. Und hat, glaube ich, 47% geholt. Ich weiß es nicht genau. Und dann ist es für mich natürlich als Zehner, ja, da hast du auch so einen gewissen Druck, so nach dem Motto, ah, scheiße, hier ist jetzt schon Elfer dran gescheitert an den 2 Sternen. Und jetzt musst du hier als Zehner auch noch dran. Ja, da ist dann immer noch so ein gewisser Zusatzdruck, aber ich denke mal, mein Queenwalk war hier diesmal, ja, ich hätte fast gesagt, nicht lupenrein, aber ich glaube, er war sehr, sehr gut. Hier habe ich mal eine Walküre mitgenommen, die mir eigentlich so ein bisschen die Skelette abnehmen sollte. Macht sie jetzt auch, denn die Skelette gehen alle auf die Walküre und ja, die kommt jetzt natürlich nicht hinter die Mauer, aber die zieht die Truppen schön auf sich und ich kann mit meinem Queenwalk einfach weitermachen. Spamme hier jetzt meine Mauerbrecher rein und guckt euch das an. Ach, die sind wären fast bis zur Mitte gekommen. Also echt krass, die Jungs. Hier habe ich meine Queen nochmal geraged. Also nochmal, beziehungsweise die Heiler in Wut gebracht und ziehe jetzt schon mal meinen König mit raus. Denn der Bombenturm hier, den sollte der König machen. Der sollte einfach nur die Ecke hier unten weiter funneln. Und setze mein Gift jetzt auf den König, weil der macht natürlich ziemlich starken Schaden auf meine Queen. Ihr seht das, wie die runtergeht und ich mache nicht wirklich viel Schaden auf den 45er König. Muss jetzt doch nochmal die Queen hier an der Stelle einmal
zünden und schaffe aber den Feger hier. Das war eins meiner Ziele, dass ich die Feger packe. Denn so konnte ich jetzt mit meinen Drachen schön eigentlich in die Mitte reinkommen. Aber ich weiß gar nicht, wieso die trotzdem so doof geflogen sind. Denn die Feger waren weg. Es pustet mich nichts mehr weg. Und ich habe das hintere Drittel da. Das habe ich gefrostet. Also den Inferno und die zwei X-Bogen. Denn vier X-Bogen ballern hier auf meine Drachen rum. Und auch die Queen kriegt's noch mal richtig ab. Also die überlebt das auch nicht da hinten. Gar keine Frage. Und hier hatte ich eigentlich gedacht, Mensch, das kann ja doch noch was werden. Aber jetzt die ganz, guckt euch das an, die vielen Luftbomben und dann auch noch die Knabber-Skelette hier. Ja, und so waren es am Ende. Die Kaserne schaffe ich noch 48%. Ich denke mal, ja, das, für mich ist das in Ordnung. Also 48%, zwei Sterne wären natürlich schöner hier auf die 1 gewesen. Aber hätte Fahrradkette und mache ich nächstes Mal besser. Aber ich denke mal, so ein bisschen weiß man auch irgendwann, wie der Hase so läuft, aber man muss sich da auch rantrauen. Und wie gesagt, der Druck war ziemlich hoch. Der Gegner hat gut angegriffen hier. Gar keine Frage. Die haben hier unten natürlich alles zugemacht mit ihren Zehnern und auch mit den Neunern und haben hier solide immer überall gezweisternt, auch im oberen Bereich. Und das hat dann am Ende, hat es einfach gereicht. So muss man sagen. Sind wir auch gar nicht traurig rum. Wir haben beim 35, 36 oder 36, 35 für uns schon gesehen. Leute, das wird nichts mehr. Ist nicht so tragisch, wir sind aktuell wieder in einem CK. Ich gucke mal, 13 gegen 12, okay. Der Clan hat keinen Namen. Kann man auch mal machen, ich weiß nur nicht, wie es geht, aber es ist ein Clan aus Frankreich und wir schauen mal ins Log, wenn sie es schon freigeben. Oh, ja, okay. Die verlieren auch nicht gerne. Das machen wir natürlich auch nicht. Kurzes Resümee hier. 5 Elfer gegen 5 Elfer, das passt schon mal. Dann haben wir hier eine ganze Masse Zehner und ab 13 haben wir hier Neuner und haben einen Siebener dazwischen. Okay, da haben wir dann drei Neuner. Okay, das ist sehr ausgeglichen, was die Zehner angeht in jedem Fall. Und okay, unten haben wir jetzt einen kleinen Vorteil, aber das werte ich mal nicht so als Supervorteil. Der hier wird sicherlich oben irgendwas locken. Das sieht gut aus. Das erscheint mir auf den ersten Blick auf jeden Fall ein fairer CK zu werden. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, der CK hat euch gefallen mit der kleinen Anekdote am Anfang. Und bis dahin, euer Toto. Clasht.